Herzlich willkommen zu Digital Upgrade, dem Videopodcast mit Tipps, Tricks und News zu Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux, vielen Free- und Open Source Vorstellungen sowie der neuesten Unterhaltungselektronik. Und jetzt viel Spaß bei Digital Upgrade. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Sendung von Digital Upgrade. Ich bin der Tino. Und ich bin der Basti. Richtig. Und wir sind heute wieder hier versammelt mit einer super Show für euch. Wir haben nämlich ein ganz tolles Thema ausgesucht. Genau, wir haben uns als Hauptthema E-Mail-Verschlüsselung und E-Mail-Signierung ausgesucht. Und was haben wir uns dazu spezifischerweise ausgedacht? Ja, zum einen, nachdem wir ja nicht nur ein System betrachten, haben wir überlegt, wir suchen uns für jedes System eine Verschlüsselung aus. Richtig. Fangen gleich damit an, und zwar mit dem GNU-PG für den Mac. Genau. Und nachdem wir ja, wie gesagt, nicht nur uns mit dem Mac beschäftigen, sondern auch mit anderen Betriebssystemen, stellen wir euch GNU-PG im Zusammenspiel mit Enigmail unter Windows im Thunderbird vor. So ist es. Dann haben wir noch für unsere Linux-Users was vorbereitet. Richtig. Und zwar unter Ubuntu haben wir uns mal Evolution genauer angeschaut und natürlich auch mit GNU-PG die Mails verschlüsselt. Richtig, also es geht sehr viel um GNU-PG heute und genau da wollen wir natürlich auch schnellstmöglich loslegen. Genau. Eine Sache haben wir natürlich noch für euch. Wie ihr jetzt gerade sehen könnt, hier unten haben wir einen blauen Balken eingeblendet und der blaue Balken hat, sagen wir mal, drei Bereiche. Wir fangen mal hier auf der Seite an, da ist, seht ihr unser Logo, toll was, und was momentan, in welcher Sektion ihr momentan seid. Dann seht ihr in der Mitte, in dem durchsichtigen Balken, die Überschrift oder irgendwelche Informationen, worum es geht, zum aktuellen Thema. Und was noch ganz wichtig ist, ganz außen auf der Seite seht ihr diese drei kleinen, ja, Icons, von einmal vom Windows, einmal von Apple und einmal von Linux, dem Pinguin. Und wenn wir euch irgendwas vorstellen im Programm, dann sind diese drei Icons immer, ja, entweder kaum zu sehen oder gut zu sehen. Und wenn wir jetzt ein Programm vorstellen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Enigmail für Thunderbird, dass man, ja, einmal unter Linux benutzen kann, unter macOS sowie unter Windows, genau, dann sind alle drei Icons gut zu sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel GNU-PG nur für Apple Mail, wenn wir das herzeigen, dann ist nur der Apfel gut zu sehen. So könnt ihr sehen, auch wenn wir das System nur auf einer Plattform zeigen, könnt ihr anhand dieser Icons sehen, könnt ihr das vielleicht auch für Mac benutzen, könnt ihr das auch für Linux benutzen oder für Windows benutzen. Und wir müssen das nicht extra sagen oder nicht dreimal vorführen, sondern es ist dann einfach zu portieren. Genau, nur dass das mal klar ist, dass die Icons da nicht alleine rumstehen und denken, ich schau die keiner an. So, genau, jetzt haben wir das mal klargestellt, wofür diese Icons überhaupt gut sind und wieso wir das Zeug einblenden. Genau. Aber jetzt unterhalten wir uns erstmal hier, warum nehmen wir überhaupt GNU-PG? Es gab doch mal was anderes. Ja, es gab mal vor langer, langer Zeit, nein, gibt es natürlich immer noch, das Programm PGP, Pretty Good Privacy. Das ist auch eine Verschlüsselungssoftware, Verschlüsselungssuite für E-Mail oder für sonstige Programme. GNU-PG nehmen wir natürlich, weil es freeware ist. Genau. Algorithmen sind absolut umsonst. Genau. Nicht umsonst, die sind frei. Richtig. Kosten nichts. Natürlich. Also es ist ja nichts, PGP bekommt man auch umsonst, aber nicht die aktuelle Version. Für die aktuelle Version muss man bezahlen, weil die Hersteller von PGP wollen natürlich auch Geld haben. Das ist klar. Genau. Und damit ihr sehen könnt, dass GNU-PG genauso toll funktioniert, könnt ihr euch das jetzt gleich mal anschauen auf dem Mac. Hat der Basti für euch vorbereitet. Genau. GNU-PG im Zusammenspiel mit Apple Mail. Wie man sehen kann, sind wir heute mal wieder unter macOS 10 unterwegs. Wir möchten heute den Mac GNU Privacy Guard installieren. Da gehen wir direkt mal auf die Seite. Und wir könnten den ganzen Spaß herunterladen. Abhängig von der Betriebssystemversion, die jeweilige Version vom GNU Privacy Guard selbst. Wir benötigen außerdem einen Schlüsselbund und GPG Preferences. Das könnte man jetzt herunterladen. Ich habe das schon mal gemacht, damit es schneller geht. Und wir sehen hier schon ein riesiges Chaos auf dem Desktop. Also wir fangen mit dem GNU-PG selbst an. Hier sehen wir schon das freundliche GNU und den Installer. Wir fahren fort. Da eine kurze Anleitung zur Installation. Ja, das ist okay. Der Installer checkt, ob unsere Betriebssystemversion korrekt ist. Das machen wir. Wenn ihr jetzt nicht Digital Upgrade schauen würdet, sondern einfach nur GNU-PG installieren wollt, wäre diese Anleitung euer Weg zum Ziel.
aber da ihr Digital Upgrade schaut, ist Digital Upgrade euer Weg zum Ziel. Ist ja klar. Also wir fahren fort. Man muss die GPL natürlich anerkennen und akzeptieren. Das ist nicht weiter schwierig, da die GPL einfach toll ist. Wir machen das, akzeptieren, wählen unser Startvolumen, fahren fort. Wir könnten jetzt noch irgendwelche Pakete deinstallieren, also Teile deinstallieren, wie zum Beispiel die ganzen anderen Sprachen, ist aber wurscht, die Dinger haben nur ein paar Kilobyte, von daher ist das egal. Und wenn man dann doch mal einen Schweden zu Gast hat, kann der sich sogar die Anleitung durchlesen, falls ihm langweilig sein sollte. So, GnuPG kann nur installiert werden, wenn man einen Admin-Account hat. Das heißt, wer also mit einem eingeschränkten User arbeitet, was durchaus empfehlenswert ist, der muss auf jeden Fall entweder den Benutzernamen oder das Passwort des Admins eingeben, kann alternativ allerdings auch einfach direkt vom Admin-Account aus installieren. GnuPG wird nicht nur für den aktiven User installiert, sondern für alle User auf dem ganzen System. So, die Software wurde erfolgreich installiert. Das ist schön. Und wir schließen das hier. Man könnte sich jetzt über den Schlüsselbund seinen PGP-Key erstellen. Allerdings, dieser Wizard funktioniert nicht immer korrekt. Aus diesem Grund wählen wir den nicht so natürlichen oder nicht so alltäglichen Weg über das Terminal. Vielleicht ist das Terminal für den einen oder anderen macOS-User auch ein bisschen Neuland. Allerdings, man braucht keine Angst davor zu haben, das Terminal ist ein recht mächtiges Werkzeug. Allerdings hat man keine schönen bunten Effekte, aber es tut das, was man machen soll. Und man hat auch im Endeffekt einen Wizard, der einem genau sagt, was man machen soll. Also, wir fangen an. Wir müssen nur einen Befehl eingeben, der heißt gpg minus minus gen für generate und minus key. Und es geht schon los und der Wizard fragt uns, was für einen Schlüssel willst du eigentlich? Man hat jetzt die Auswahl zwischen dem ersten Punkt DSA und Elgamal, dazu gleich mehr, oder nur DSA oder nur RSA. DSA und RSA, diese zwei Schlüssel kann man nur benutzen, um seine Mails zu signieren oder das Verschlüsselte zu signieren. Da wir aber wirklich verschlüsseln wollen und nicht nur signieren, müssen wir DSA und Elgamal nehmen. Elgamal ist die Verschlüsselungsart, also mit dem man im Endeffekt den Inhalt der E-Mail oder den Inhalt des Textes oder den Inhalt der Datei, die man verschlüsselt, verschlüsselt. So, wir wählen deswegen die 1 aus. Jetzt fragt uns der Wizard, was für eine Schlüssellänge wollen wir. Also das DSA-Keypaar hat sowieso 1024 Bit, wäre ein bisschen wenig, 24, das knackt man auch im Taschenrechner. So, er fragt uns jetzt, wie lange soll der Elgamal-Key sein? Also man könnte jetzt sagen auch 1024, man kann auch sagen 2048 oder 4096, das ist das Maximum. Umso länger der Key ist, umso sicherer ist die Verschlüsselung. Also 4096 Bits sind praktisch unknackbar. Jeder Key ist im Endeffekt knackbar. Aber um einen 4096 Bit langen Key zu knacken, braucht man doch einen sehr, sehr, sehr schnellen Rechner oder mehrere davon und etwas Zeit. Also das kann dann auch schon mal, wenn der Schlüssel gut ist, schon mal einige Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern. So, da die heutigen Rechner so schnell sind, dass man sich darüber keine Gedanken machen muss, wie lange die Verschlüsselung einer kleinen E-Mail dauert, kann man einfach hier sagen, ich mache volle Pulle, 4096 und los geht's. Man kann zusätzlich jetzt noch bestimmen, wie lange der Schlüssel gültig sein soll. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte mir jedes Jahr einen neuen Schlüssel machen. Ist natürlich auch blöd, weil so muss jeder nach einem Jahr wieder einen neuen Schlüssel von mir zum Beispiel sich einbinden. Deswegen sage ich, mein Schlüssel soll nie ablaufen. Und er fragt mich nochmal, der Schlüssel soll nie ablaufen, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und los geht's. Er fragt mich nach einem richtigen Namen. Ja, das gebe ich ihm mal. Ach ja, Umlaute sind hier nicht so gern gesehen. Also, mein echter Name, hier ist auch wichtig, nicht irgendwie Hans Dampf eingeben, weil wenn jetzt jemand in die Eigenschaften des öffentlichen Schlüssels schaut und da steht dann Hans Dampf drin, die E-Mail kommt aber von mir, dann sagt er, da stimmt irgendwas nicht und löscht möglicherweise die E-Mail oder schaut sie gar nicht an. Und das möchte ich natürlich nicht. So, E-Mail-Adresse fragt er mich. Da ich hier meine Digital Upgrade-Adresse verschlüsseln möchte, gebe ich diese natürlich auch an. Man kann jetzt hier alles Mögliche angeben im Comment, also
Da sind einem keine Grenzen gesetzt. Die User-ID sieht halt nachher dementsprechend aus, also man hat nachher das auch mit drin. Ich gebe hier zum Beispiel ein digitalupgrade.de. So, er fragt mich jetzt, meine User-ID ist bastianwölfling@digitalupgrade.de und dahinter meine E-Mail-Adresse. Ich überprüfe das nochmal. Wichtig ist, hier muss die E-Mail-Adresse stimmen, sonst gibt es nachher Probleme bei der Verschlüsselung. Aber ich sehe, das ist alles okay, also drücke ich O wie okay. Und jetzt fragt er mich nach einer Passphrase. Mit dieser Passphrase wird mein persönlicher geheimer Schlüssel verschlüsselt. Das heißt, theoretisch müsste ich jedes Mal, wenn der Schlüssel hergenommen wird, um diesen aufzumachen und diesen zu benutzen, diese Passphrase eingeben. Die Passphrase soll allerdings nicht zum Beispiel das normale Passwort sein, um Gottes Willen vor allem nichts sowas wie ein Geburtsdatum oder 3-4 Wörter hintereinander gehängt, sondern irgendwas Einzigartiges, irgendwas, was nicht leicht zu entziffern ist, was zum Beispiel das Ganze vor Wörterbuchattacken sichert, ist, wenn man zum Beispiel O's durch Nulls ersetzt oder ein A durch ein Add ersetzt. Ihr könnt mal auf die Webseite von uns schauen, zur diesigen Show zeigen wir euch ein paar Beispiele für Passphrasen. Bitte benutzt nicht die, die wir euch anzeigen, sondern denkt euch irgendwas Ähnliches aus. Diese Passphrase ist wichtig, umso besser die Passphrase ist, umso schwieriger ist es, die Verschlüsselung zu knacken. Und wenn wir einfach eine einfache Passphrase nehmen, könnten wir die Verschlüsselung einfach auch ganz sein lassen. So, ich gebe jetzt einfach eine Passphrase ein, die muss zweimal eingegeben werden und später möglicherweise auch nochmal. Deswegen merkt euch, was ihr hier eingebt und das Ganze kann ruhig 30, 40 Zeichen lang sein, auch 500, wie gesagt, umso länger, umso besser. Oh ja, gleich mal vertippt. So, sobald man die zwei Passphrasen richtig eingegeben hat, fängt GPG an, einen zufälligen Schlüssel zu erstellen. Hierbei macht es jetzt Sinn, zum Beispiel auf der Tastatur rumzudrücken oder Programme zu starten oder die Maus zu bewegen, weil alles, was jetzt im Hintergrund im Rechner passiert, gibt dem Zufallsgenerator zusätzliche Inputdaten, aus denen er zufällige Zahlen erzeugen kann. Und das macht die ganze Sache noch mal ein bisschen sicherer, da jetzt hier im Hintergrund die Videoaufnahme des Bildschirms läuft und die ganze Zeit auf die Festplatte schreibt und zusätzlich noch ein Audio-Recorder läuft, lasse ich das einfach so laufen. Da hier die ganze Zeit der Rechner im Endeffekt in Aktion ist, umso länger jetzt die Schlüssellänge gewählt wurde, umso länger dauert diese Erstellung des Schlüssels. Das kann schon mal 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Minuten dauern. Das ist auch ein bisschen abhängig vom Rechner. Allerdings muss das später nicht mehr gemacht werden, also keine Angst. Es ist jetzt nicht so, dass man bei jedem Senden einer E-Mail man erstmal 10 Minuten warten muss, bis die raus ist, sondern das geht dann nachher ganz fix. Wie wir sehen können, ist die Erzeugung des Schlüssels erfolgreich gewesen. Wir sehen es hier, Public and Secret Key Created and Signed. Ja, mehr müssen wir von hier nicht wissen, aus diesem Grund schließen wir das Terminal. Jetzt installieren wir den Schlüsselbund, also wir entpacken das ZIP-File, schon gemacht, öffnen das und töten hier das Programm GPG-Schlüsselbund. Das schmeißen wir einfach in die Programme. Da ist es jetzt sofort drin. Unter dem Punkt G finden wir das dann auch. Haben wir das GPG-Schlüsselbund. Können wir mal starten. Und hier sehen wir gleich unseren Schlüssel. Das ist der öffentliche Schlüssel. Natürlich haben wir auch einen geheimen Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel können wir hier, wenn wir wollen, exportieren und irgendwelchen Freunden zum Beispiel zur Verfügung stellen. Schlüssel können auch vom Schlüsselserver geholt werden oder zum Schlüsselserver gesandt werden. Das machen wir gleich mal mit unserem Schlüssel.
Terminal. So. Insgesamt. Und wunderbar. So, wir schließen unseren GPG-Schlüsselbund wieder. Das Terminal benötigen wir auch nicht mehr. Und wir brauchen jetzt noch die GPG Preferences. Man könnte alternativ die Einstellungen von GPG auch in einer Einstellungsdatei machen. Das ist aber nicht sehr angenehm oder komfortabel. Aus diesem Grund gibt es das Tool GPG Preferences. Wir installieren das mal. Fortfahren. Ja, kurze Informationen über GPG Preferences kann man sich mal kurz durchlesen. Ist vielleicht ganz interessant, was das Tool genau macht. Lizenzvertrag ist es wieder die GPL. Die akzeptieren wir natürlich. Wir benutzen natürlich wieder unser Startvolumen. Fortfahren und aktualisieren das System. Und die GNU-PG-Preferences werden installiert. Das Ganze ging schnell. Wunderbar. Und wir finden jetzt in den Systemeinstellungen einen zusätzlichen Punkt. Ganz unten bei Sonstiges, der sich GNU-PG nennt. Das können wir mal öffnen. Das ist eigentlich okay, es sei denn, man hat irgendein anderes Verzeichnis angegeben. So, bei Schlüsselserver, das ist wichtig, sollte man sich einen Schlüsselserver aussuchen. Normalerweise ist was voreingestellt, am besten man nimmt einfach den www-Keys aus dem jeweiligen Land. Warum nicht? So, normalerweise ist dieser Punkt hier deaktiviert. Das ist gut wichtig, dass man das aktiviert. Sonst müsste man vor jedem entschlüsseln oder verschlüsseln den jeweiligen Gegenschlüssel manuell vom Server holen. Und das ist natürlich nicht sehr sinnvoll. So holt GNU-PG automatisch immer die passenden Schlüssel vom Server, um zu ver- oder entschlüsseln. Hier könnte man noch Signaturen einfügen und sonstige Einstellungen machen. Die meisten Sachen sind nicht nötig. Man kann ein bisschen damit rumspielen. Das lässt einem noch ein paar zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten. Mehr brauchen wir dazu aber auch nicht. Wir können das wieder schließen. Um jetzt GPG mit Apple Mail zu benutzen, was ja eigentlich unser Ziel ist, brauchen wir noch ein kleines weiteres Tool. Das nennt sich GPG Mail. Das ist von der Firma Softec. Den Link findet ihr natürlich auf unserer Seite. Und wenn ihr GPG Mail, das ist wieder ein Disk-Image, herunterladet und entpackt, findet ihr unter anderem diesen Installer. Install GPG Mail. Einfach mal ausführen. Ja, das wollen wir natürlich. Das dauert jetzt einen Moment. Wir kriegen gleich eine Info, sobald es durch ist. Und da ist ja auch schon GPG Mail has been successfully installed. Okay, wir starten Mail sofort über den Button. Mail geht auf und auf den ersten Blick hat sich nichts geändert. Wenn wir allerdings in die Einstellungen gehen, haben wir einen neuen Reiter. Bei größeren Auflösungen sieht man das auch direkt, der PGP heißt. Das sind wir schon drin. Und wir können jetzt hier unseren Schlüssel auswählen. Wir haben ja nur einen angelegt, deswegen können wir auch noch einen auswählen. So, was jetzt wichtig ist, oder empfehlenswert ist Kennwort im Schlüsselbund speichern, weil sonst müsste man jedes Mal diese sehr lange Passphrase, die man sich vorhin eingegeben hat, jedes Mal, wenn man eine E-Mail ent- oder verschlüsseln will, eingeben. Und das ist natürlich nicht besonders angenehm. Deswegen sagen wir Kennwort im Schlüsselbund speichern und das erste Mal müssen wir es eingeben, in Zukunft nicht mehr. Da es im Schlüsselbund gespeichert ist, ist es natürlich mit dem Login-Passwort, das natürlich auch nicht irgendwo ein Geburtsdatum sein sollte, von Apple selbst gespeichert. So, wir könnten jetzt hier noch alle möglichen anderen Einstellungen machen. Zum Ver- oder Entschlüsseln sind die Standardeinstellungen allerdings völlig ausreichend. Also legen wir gleich mal los. Eine verschlüsselte E-Mail zu verschicken ist nicht viel schwieriger als eine normale E-Mail zu verschicken. Also geht man einfach auf Neu. Gebt den Empfänger an, ich gebe mich jetzt mal selbst an, hier, Betreff, GPG-Test zum Beispiel. Ich
möchte die zum einen signieren und zum anderen verschlüsseln. Der Schlüssel wird hier automatisch ausgewählt. Das heißt, GPG schaut nach, ob für den Empfänger ein Schlüssel vorhanden ist. Sollte für den Empfänger kein Schlüssel vorhanden sein, erscheint hier ein gelbes Dreieck. Also ich gebe jetzt meine hochgeheimen, sensiblen Informationen an, die ich nicht möchte, dass irgendwer anders lesen kann und deswegen mit 4096 Bit verschlüsseln möchte. Sieht zwar schon sehr verschlüsselt aus, aber für die geheimen Brüder ist das natürlich sofort zu verstehen. So, ich gehe auf Senden. Normalerweise käme jetzt hier beim ersten Mal eine Abfrage nach der Passphrase. Die kommt jetzt nicht, die ist schon gespeichert. Die muss, wenn das Häkchen Passphrase im Schlüsselbund sichern angehakt ist, das, was ich euch vorhin gezeigt habe, nur einmal eingegeben werden, ansonsten jedes Mal. Das kann jeder so machen, wie er sich am sichersten und am bequemsten fühlt. So, ich empfange mal meine E-Mails. Oha, mir hat jemand geschrieben, wie ich hier sehen kann. Basti von Digital Upgrade hat mir geschrieben. Die E-Mail wird automatisch entschlüsselt und man kann es sehen, der informative Text erscheint hier. Das ist schön und man sieht auch gleich, dass ich diese E-Mail signiert habe und mehrere Informationen kann ich mir hier anzeigen lassen. Man fängt den Fingerabdruck des Absenders, welche Benutzer-ID benutzt wurde, man sieht hier auch meinen Namen und den ganzen Spaß. Ja, so sieht's aus. Also ich kann euch das empfehlen und benutzt es, es ist sehr einfach und ja, allein schon das Signieren von E-Mails ist sehr wichtig und macht den E-Mail-Verkehr selbst um einiges sicherer. Also viel Spaß bei der Benutzung von GPG und ja, legt los. Nach diesem Beitrag wisst ihr jetzt, wie ihr mit Apple Mail eure E-Mails verschlüsseln könnt oder signieren könnt. So, ja, GnuPG. Warum will ich GnuPG haben? Was mache ich damit? Was bringt's? Ja, also wir kennen ja ganz normale Verschlüsselungen, zum Beispiel über die Datenleitung, dass die Verbindung verschlüsselt ist, zum Beispiel SSL. Genau. Jetzt sagen wir aber, es gibt auch manche E-Mails, manche E-Mail-Anbieter, die bieten SSL nicht an. Das heißt, wenn die E-Mail verloren geht auf dem Datenweg oder jemand sie abgreift, dann könnte jeder den Inhalt lesen. Vielleicht möchte ich aber irgendjemandem meine Passwörter mitteilen, dass er auch auf irgendeinen Account zugreifen möchte, den ich eben habe, aber das soll nicht jeder lesen können. Mit GnuPG kann ich mit einfachen Mitteln mal schnell gut verschlüsseln und bei dieser Bitrate der Verschlüsselung braucht er nicht nur einen Desktop-PC, sondern eher mal eine ganze Stadt voll Rechner. Genau. Also was natürlich auch was man natürlich dazu sagen muss, man kann mit GnuPG natürlich neben dabei auch signieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Mail verschicke und mein Key praktisch auf dem Server eingetragen ist, bekommt jetzt der Empfänger meine E-Mail und sieht dann anhand meines Fingerprints, der in meinem Schlüssel hinterlegt ist, die E-Mail kommt wirklich von ihm und nicht vom Prinz Zamunda aus Afrika, der mir sagt, oh ja, du hast übrigens das Glück, dass ich dir 8 Millionen Euro überweise, wenn du, weiß ich nicht, einen Bankaccount aufmachst. Ja, richtig. Und natürlich TAN eingibst. Ja, natürlich, ich meine, das ist ja wohl ganz klar. 5 mindestens. Ja. Ja, so viel zu dem Thema. Genau. So, vielleicht haben es ein paar mitbekommen, die so in der Podcasting-Szene unterwegs sind. Ja. Es wurde letzte Woche das Podcast-Logo gewählt. Wir blenden es euch mal ein, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt. Schönes Logo und das Erkennungszeichen für Podcaster, für Podcast-Hörer, für Podcast-Fans. Da gibt es ja auch schon einige. Junkies, genau. Richtig. Genau, Podcast-Junkies, genau. Jeden Tag mindestens 3 Podcasts, sonst geht's gar nicht. Natürlich. Und wir lieben Junkies. Natürlich, we are Junkies, Podcast-Junkies. Yeah. Genau, so, man hat vielleicht schon in anderen Podcasts gesehen oder in anderen Shows gehört, es werden teilweise so Anstecker verlost oder man kann die sich kaufen für horrendes Geld. Horrende, wirklich. Aber wir haben uns gedacht, hey, unsere treuen Zuschauer, die schon 4 Sendungen durchgehalten haben. Ja, das ist übrigens ein Kunststück, dankeschön. Ja, genau. Wir machen das auch kostenfrei. Genau, und zwar nicht nur 1 oder 2 Anstecker, sondern wir hauen gleich mal 40 Anstecker raus. Ich habe leider nur 10 Finger, aber... Ja, genau, ich hätte jetzt natürlich auch mal mitmachen können, aber dazu bin ich ehrlich gesagt viel zu faul. Genau, wir blenden euch auch mal den Anstecker ein, damit ihr seht, was es ist. Und diesen Anstecker kann man sich in die Klamotten, an die Tasche oder irgendwas packen. Und dann kann man gleich sehen,
Aha, ein Podcast-Fan oder ein Podcaster. Genau, also wir geben die natürlich jetzt nicht an jeden raus, der den unbedingt haben will, sondern man muss natürlich ein kleines bisschen dafür tun. Ja, genau. Und wir haben uns überlegt, da unsere Sendung sich ja hauptsächlich um E-Mail-Verschlüsselung dreht, genau, kriegen die ersten 40, die es schaffen, uns eine verschlüsselte E-Mail zu schicken, richtig, mit ihrer Adresse und ihrem Namen natürlich, so einen Anstecker von uns geschenkt. Genau, einfach in die Betreffzeile Anstecker schreiben, das Ganze an info@digitalupgrade.de, steht hier auch nochmal unten drin, findet ihr auch nochmal auf der Webseite, und das Ganze bitte mit PGP oder GNU-PG verschlüsseln, an uns schicken. Und die, wie gesagt, die ersten 40 sind eine ganze Menge, bekommen von uns frei Haus so einen Anstecker zugeschickt und den könnt ihr dann tragen und euch drüber freuen und einfach glücklich sein. Genau. Genau. So, jetzt haben wir das Podcast-Logo auch mal gesehen. Genau. Aber wir haben ja letztes Mal so ein bisschen, hat es geschliffen, ja, dieses Weekly, dieses Show-mäßige. Ja. Ja, jede Show ein anderes Firefox-Plugin. Aber leider... Das war unsere Prämisse, aber wir mussten natürlich letzte Woche etwas kürzer treten. Da wir ganz kräftig für Mathe gelernt haben. Genau, und Informatik. Aber wir haben es hingekriegt, natürlich, hinter uns überlebt. Wir sitzen noch hier, wir haben uns nicht aufgehängt. Das stimmt, noch meine nicht. Meine Adern sind auch noch frei. Ich zeige meine Arme besser nicht. Genau. Ja, und aus diesem Grund möchten wir das natürlich die Woche wieder aufgreifen. Aber nicht mit Firefox, richtig, sondern mit Thunderbird. Genau, weil wir eh so in diesem E-Mail-Thema sind und Thunderbird auch über Extensions erweiterbar ist, heißt diese Abteilung dieses Mal Another Show und Another Thunderbird-Plugin. So ist es. Und ich habe für euch vorbereitet Lightning, geilen Kalender. Schaut euch das mal an. Genau. Da wir diese Woche als Thema E-Mail haben wir uns entschieden, euch anstatt einem Firefox-Plugin ein Thunderbird-Plugin zu zeigen. Thunderbird ist wirklich ein super E-Mail-Programm, doch leider verfügt es nicht über einen Kalender, den wollen wir heute abschaffen. Dafür klicken wir auf Extras, Erweiterungen und Erweiterungen herunterladen. Ruckzuck kommen wir auch auf die Add-on-Seite von Mozilla Thunderbird und wenn ich dort die Suchfunktion eingebe, in der Suchfunktion eingebe Lightning, finden wir auch gleich, was wir haben wollen. Jetzt anders wie beim Firefox, nicht mit Linksklick, sondern mit einem Rechtsklick, ziehe Speichern und ich speichere es auf dem Desktop. Und ruckzuck ist das auch schon fertig. So, ich schließe meinen Firefox und bin wieder im Thunderbird. Jetzt wieder hier beim Erweiterungsfenster, installieren, ich wähle die Version, die ich runtergeladen habe, aus, drücke auf Öffnen und nach 5 Sekunden kann ich es auch installieren. Installieren und Bash, schon fertig. Jetzt muss ich nur noch den Thunderbird neu starten und wir können den Kalender anschauen. Das mache ich auch gleich. Zu der Thunderbird. Und tada, da ist der Kalender. Was kann ich mit diesem Kalender machen? Okay, wie bei jedem Kalender, ich kann einfach mal draufklicken, dann sehe ich eine Komplettansicht. Die Monate fortlaufend und ich sehe, oh, was habe ich denn da morgen? Arbeiten irgendwo in Deutschland. Dieses kann ich natürlich frei bearbeiten. Ich muss doch erst um 8 Uhr anfangen und vielleicht erst 8.20 Uhr. Wunderbar. Natürlich kann ich auch freie Termine hinzufügen, indem ich einfach auf das Fenster, auf irgendein Datum klicke, doppelt und hier wieder arbeiten. Eingebe irgendwo in Deutschland. Dann wieder eine Uhrzeit. 6.15 Uhr bis 17.15 Uhr. Dieses kann ich natürlich wiederholen lassen, so oft wie ich möchte. Kann ich dann auswählen. Oder es ist vielleicht ein Event, der den ganzen Tag stattfindet. Es gibt natürlich auch weitere hinzufügen. Descriptions kann man alles Mögliche eingeben. Aber das sparen wir uns jetzt mal. Dann OK und wir sehen, es wurde hinzugefügt. Das Tolle ist, man hat hier auch eine Sofortleiste. Wenn ich sehe, was habe ich heute zu tun? Nichts. Was habe ich morgen zu tun? Oh, arbeiten. Was habe ich bald zu tun? Ostern und wieder arbeiten mit dem zugehörigen Datum. So kann auch ein Verplanter wie ich einfach seine Termine einhalten und kriegt keinen auf den Sack. Also, ich hoffe, ihr schafft es auch und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Thunderbird Plugin Lightning Version 0.1. So viel zu Lightning und Thunderbird. Aber wir haben noch ein anderes wichtiges Thema, das wir ansprechen wollen. Ja. Und dafür haben wir ein
redaktionellen Beitrag vorbereitet. Den könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Genau, zum Thema Phishing. Entschuldigen Sie mal, was machen Sie denn da? Was wohl? Phishing, mein Jung! Ihr habt jetzt gerade eine Möglichkeit gesehen, wie man Phishing erkennen kann. Betreibt vor allem. Ja, vor allem betreibt. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten, wie Phishing betrieben wird und vor allem, wie man erkennt, dass nach einem gefischt wird. Genau. Das Wichtigste nämlich, gibt ja mittlerweile einige E-Mail-Clients, die es sofort erkennen. Genau. Das ist schon mal toll. Und es gibt mittlerweile auch Browser, die es unterstützen. Richtig. Und auch Firefox. Das heißt, naja, unterstützen ist erstmal nicht unterstützen. Quasi es verhindern. Zumindest versuchen zu verhindern, genau. Die Möglichkeit, Phishing zu erkennen. Und auch der Firefox in der neuen Version. Richtig. 2.0. Richtig. Und ja, woran erkenne ich zum ersten? Wir haben da mal ein paar Punkte nicht gegoogelt. Nein, wir haben es im Wiki rausgesucht. Richtig. Und zwar, zum einen ist es die Dringlichkeit. Und zwar, es wird aufgefordert, schnellstmöglich etwas durchzuführen, oft eine angebliche Sicherheitsüberprüfung, Verifikation, Freischaltung oder eine andere wichtig klingende Aktion. Genau, also im konkreten Beispiel, er bekommt eine E-Mail von der Postbank, der meistens sondern an den sehr geehrten Kunden, nicht an euch persönlich geschickt, sondern an sehr geehrten Kunden, weil man weiß ja den Namen nicht genau, bei der Postbank ist klar. Und da steht dann drin, ja, und unsere Sicherheitsexperten haben gesagt, wir müssen unsere Sicherheitsmaßnahmen verstärken und es ist unbedingt sofort wichtig, dass sie sich auf unserer Seite einloggen, die dann eine so lange Adresse haben und geben Sie da Ihre PIN ein, Ihre TAN, Ihre Kontonummer, am besten noch Geburtsdatum, Kreditkartennummer, was weiß ich was. Ich schon mal ein bisschen was weg, aber ist okay. Leg nur los, ich will dich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Okay, also zum anderen, eine Drohung beispielsweise. Es wird angedroht, bei Nichtbeachtung werde ein Zugang gesperrt, gelöscht oder etwas anderes Schlimmes oder Lästiges wird geschehen. Ich sag nichts. Abfrage sicherheitsrelevante Informationen, entweder in einem Formular innerhalb der E-Mail oder auf einer verlinkten Webseite, am häufigsten Online-Banking-Passworte und TANs, haben wir ja schon gehört. Das ist richtig. Aber auch Passworte anderer Dienste, zum Beispiel Versandhäuser oder Online-Auktionshäuser, was natürlich auch wirklich klug ist. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn zur Eingabe mehrerer TANs aufgefordert wird. Warum? Genau. Weil TANs eben, nachdem er einmal eingegeben hat, abgelaufen sind. Und wenn man mehrere TANs eingibt, dann kann dieser nette Mann noch mehr Spaß damit haben. Genau, also wirklich... Dann nicht der nette Mann, der böse Mann. Natürlich. Das ist doch der böse Mann aus der letzten Sendung. Aus der vorletzten Sendung, kennt ihr vielleicht dran. Genau, also wie gesagt, da wirklich sehr gut aufpassen. Gerade uns übrigens Mails geschrieben, dass wir nicht seinen Namen so oft nennen sollen. Böser Mann, Entschuldigung. Böser Piep. Evil Man. Okay, quasi kryptiert. Richtig. Das nächste ist Website. Die E-Mail enthält einen Link zum Anklicken. Was so E-Mails, also nicht bei jeder E-Mail. Also nicht erschrecken, wenn ihr euch irgendwo angemeldet habt in einem Forum und klicken Sie auf diesen Link, um Ihre Anmeldung abzuschließen. Das ist mit Sicherheit keine Phishing-Mail. Also bei Banken ist es normalerweise so, wenn ihr auf die Seite gehen sollt, dann fordern sie euch auf, dass ihr auf die Seite gehen sollt. In der Regel ist es zumindest mir noch nie passiert oder ich habe noch nie davon gehört, dass die Bank, dass irgendeine Bank die Kunden auffordert, online irgendwelche Änderungen an ihrem Account zu machen, weil irgendwas nicht toll wäre. Man wird entweder angerufen oder man kriegt einen Brief. Also das ist momentan noch, wer weiß, wie sich das irgendwann ändert, aber momentan noch sehr unwahrscheinlich. Also grundsätzlich E-Mails von der Bank sind, wenn es nicht um den neuen Super Dispo 3000 plus Max Milliarde und so geht, dann für den neue Werbung gemacht wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Mail kommt. Richtig. Das nächste, auch schon angesprochen, die Mails sind unpersönlich. Nur eine allgemeine Anrede wie sehr geehrter Kunde oder sehr geehrtes Mitglied. Zum anderen Fehler, auf Fehler achten, Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler im Text. Ich meine, jeder, der Kunde bei einer deutschen Bank ist, kann erwarten, dass er eine fehlerfreie Mail kriegt. Genau. Und da muss man schon sehr stark drauf achten, da viele dieser Phishing-Attacken nicht
von Deutschland ausgehen, sondern eben von anderen EU-Staaten oder auch von anderen Ostblock-Staaten. Was ich nicht heißen soll, dass jeder, der im Ostblock wohnt, hier. Um Gottes Willen. Also es muss nicht nur der Ostblock sein, die können genauso gut aus Afrika, aus USA oder aus Irak. Aus Neuseeland. Oh ja, das haben wir. Oder aus Afghanistan. Genau, gleich mal Bomben hinschmeißen an die Fischer. Oh Gott. Uran anrechnen. Furchtbar. Okay. Und natürlich ganz auch noch ein richtig wichtiger Punkt, meist fehlende oder fehlerhafte Zertifikate der Webseite. Wenn ihr beispielsweise eine Webseite anklicken, erstmal müsst ihr die Webseite anklicken, Alarmglocke Nummer 1, dann kommt auch hier, möchten Sie diese Webseite wirklich betreten, obwohl lalalala irgendwelche Zertifikate fehlen, dann würde ich nochmal drüber nachdenken. Und kein Schloss unten. Ihr müsst mal schauen, unten im Browser, wenn die Seite sicher ist, über eine gesicherte SSL-Verbindung läuft, erscheint unten ein Schloss in der Ecke. Und dieses Schloss muss zu sein. Wenn das Schloss offen ist, dann heißt es, die Verbindungsart ist nicht verschlüsselt. Und ja, dann ist das auch nicht so sicher, wie sich die Bank das normalerweise vorstellt. Genau. Okay, jetzt haben wir euch mal häufige Fehlerquellen gezeigt. Und wir hoffen, dass ihr nicht auf solche Betrüge reinfallt. Wenn nicht, tja, momentan ist es von der Rechtsprechung her noch schwierig, diese Typen zu kriegen. Also lieber Vorsicht als Nachsicht. Genau. Ja, um weiter sicherer E-Mails schreiben zu können, und das auch von Windows aus und nicht nur von macOS aus, geht's gleich mal weiter. Und zwar haben wir uns was ausgesucht. Und zwar, wir haben den Enigmail in den Thunderbird installiert. Genau, und nachdem wir schon das Wort Thunderbird hört, wisst ihr, Thunderbird nicht nur Windows, das geht dann auch unter Linux, das geht auch unter macOS. Und es einfach die Icons schauen jetzt gleich. Richtig. Und es funktioniert fast genauso. Es ist relativ identisch und ziemlich selbsterklärend, wenn man den Beitrag gesehen hat. Schaut es euch an, so kriegt ihr eure E-Mails auch im Thunderbird unter Windows verschlüsselt. Wie alle wisst, geht es ja in dieser Sendung um E-Mail-Verschlüsselung. Ich zeige euch das Ganze jetzt, wie ihr das mit dem Thunderbird löst. Thunderbird, ihr wisst ja, geht auf Macintosh, Linux und Windows. Ich habe für euch das Ganze in Windows vorbereitet. Dafür gehen wir erstmal auf die Enigmail-Seite für Thunderbird. Unter enigmail-thunderbird-mail.de gibt es dort Enigmail OpenPGP zum Runterladen für Thunderbird Version 1.5, 1.0x und natürlich für die Mozilla Suite 1.7.x. Wenn ihr meine vorherigen Tutorials verfolgt habt, ladet ihr natürlich die Thunderbird 1.5 Version. Das ist die Version 0.94.0 für Windows oder natürlich für ein jeweilig anderes. Zusätzlich braucht ihr noch das GNU-PG als Verschlüsselungssoftware. Dafür geht ihr auf die GNU-PG-Seite hier über den Link und ladet die neueste Version 1.4.3 für Microsoft Windows herunter über den FTP. Natürlich könnt ihr es auch irgendwo anders herladen, ist völlig uninteressant. Ich habe das alles schon mal für euch vorbereitet. Wie ihr hier sehen könnt, die Version 1.4.3 installiere ich jetzt. Weiter, natürlich hier sind wieder nützliche Informationen, sollte ich mir vielleicht kurz mal durchlesen. Weiter und wir installieren natürlich das Programm vollständig. Wir lassen nichts weg. Sprache ist Deutsch und dann wähle ich noch einen Ordner aus. Weiter. Und installieren. Ruckzuck ist das erledigt. Die README-Datei möchte ich jetzt nicht anschauen, ist vielleicht für einen oder anderen ganz nützlich. Jetzt starte ich meinen Thunderbird, da ich Enigmail noch hinzufügen muss. Dafür gehe ich auf Extras, Erweiterungen, Installieren. Auf meinem Desktop, habt ihr gesehen, liegt die Enigmail-Version. Diese Extension füge ich hinzu und installiere sie. So, nun muss ich den Thunderbird noch neu starten. Mache ich auch gleich. Starte mein Thunderbird neu. Und wenn wir jetzt auf den Monitor schauen, sehen wir hier schon mal was ganz Neues. OpenPGP, das hatten wir vorher noch nicht. Das klicke ich gleich mal an und gehe auf Einstellungen. Ich muss natürlich einen Pfad zur GNU-PG-Anwendung eingeben. Diesen habe ich mir natürlich aus der Installation vorhin gemerkt. Arbeitsplatz, C, Programme, GNU, GNU-PG. Und dann nehme ich die Version GPG. So, das war es auch schon. Jetzt brauche ich noch einen Schlüssel. Wieder auf OpenPGP. Schlüssel verwalten. Ich muss natürlich noch erst einen Schlüssel erzeugen, da es noch keinen gibt. Neues Schlüsselpaar. Dafür, ich gebe die Benutzer-ID her, mit der ich unterschreibe. Und ich denke mir eine Passphrase aus. Normalerweise sollte die Passphrase relativ lang sein und es sollte Groß-Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen berücksichtigt werden. Für unser Beispiel nehme ich jetzt eine kurze her.
und dann erzeuge ich das Schlüsselpaar. Natürlich, das dauert jetzt einige Minuten, bei mir wird es recht schnell gehen, da es ja recht kurz ist. Bei euch dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Natürlich kann ich auch vorher einstellen, wie lange das Schlüsselpaar gültig ist. Ich habe jetzt hier als Voreinstellung 5 Jahre, kann auch sagen, dieser Schlüssel ist für immer gültig. So, natürlich möchte ich ein zugehöriges Widerrufszertifikat erzeugen. Dies speichere ich dann. Geben muss ich diese OpenPGP-Passphrase wieder eingeben. Gut, sich diese zu merken. So, und das war's. Jetzt habe ich den Schlüssel erzeugt und auch den zugehörigen öffentlichen Schlüssel. Jetzt muss ich den Schlüssel noch uploaden, damit meine E-Mails, die ich verschlüsselt versende, auch wieder entschlüsselt werden können. Dafür gehe ich auf Schlüssel hochladen bei Schlüsselserver. Ich wähle einen Schlüsselserver aus, es gibt verschiedene, ich nehme jetzt gleich den ersten. Und ruckzuck ist der Schlüssel hochgeladen. Und das war's. Jetzt ist der Schlüssel hochgeladen und ich zeige euch jetzt gleich, wie ihr eine E-Mail verschlüsselt. Dafür schreibt ihr eine neue E-Mail, geht auf Verfassen. Ich schreibe sie jetzt gleich an mich selbst, da ich gerade den Schlüssel dafür erzeugt habe. Und ihr gleich sehen könnt, wie die Nachricht dann unentschlüsselt ausschaut. Betreff, Anstecker und dann natürlich Name und Adresse. Ihr solltet da nicht Name und Adresse eingeben, sondern eure richtigen Daten, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. So, dann klicke ich auf OpenPGP und gehe auf Nachricht verschlüsseln. Das war's auch schon, ich klicke jetzt einfach auf Senden und wenn ihr jetzt hinschaut, seht ihr, die Nachricht ist verschlüsselt worden und wird automatisch versandt. Zack, weg ist sie. Jetzt hole ich meine Nachrichten ab und wie wir sehen werden, wird die Nachricht gleich angezeigt. So, Anstecker ist da und wie wir hier sehen, OpenPGP entschlüsselte Nachricht. Zeigt uns, dass die Nachricht entschlüsselt wurde. Unentschlüsselt wäre sie nicht zu lesen. Ich kann sie natürlich jetzt Name und Adresse, weiß genau, worum es geht. Wunderbar. Und hier ist auch nochmal der Schlüssel dafür, dass es verschlüsselt wurde. So, das war's. Jetzt wisst ihr, wie ihr mit OpenPGP und Enigmail sowie mit Thunderbird umgeht und auch an unserem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr einen von den tollen Podcast-Steckern. Viel Spaß dabei. Euer Tino. Wieder mal haben wir ein tolles Thunderbird-Plugin gesehen, womit man jetzt auch mit Thunderbird seine E-Mails verschlüsseln kann. Klick. Und wie wir wissen, Thunderbird holt die Plattform-Tool. Richtig. Und verschlüsseln tut im Endeffekt GNU-PG. Und da kommen wir gleich dazu, weil wir gehen ab in die News. Ja, News. GNU-PG, haben wir gerade schon gehört, GNU-PG hat eine neue Version veröffentlicht, Version 1.4.3. Genau. Das Tolle an dieser Version, sie unterstützt jetzt die Public Key Association. Richtig. Und den DNS Cert. Die, genau, die Einträge, also dieses Verfahren ermöglicht den Mail-Servern, die Schlüssel, die zur Verschlüsselung oder Entschlüsselung von E-Mails zuständig sind, besser auszutauschen und sicherer auszutauschen. Und das ist jetzt vollständig in GNU-PG 1.4.3 oder wird in GNU-PG 1.4.3 implementiert sein. Und da wurde einiges überarbeitet. Aus dem Grund war auch erst, hieß es auch erst, oh Gott, was wird es für Windows nicht mehr geben, da man komplett auf die POSIX, also so Unix-ähnlichen Systeme ausweichen will. Aber die Entwickler haben gesagt, keine Angst Jungs, es wird eine vollständige Portierung auch für Windows geben. Genau, also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Auch in Zukunft werden wir GNU-PG weiter auf Windows benutzen können. Für all die Studenten unter uns oder unter euch eine sehr interessante und sehr tolle Meldung. Microsoft, unser allerliebste Firma, direkt nach Apple, hat auf ihrem Portal Windows Live, wir blenden euch mal die URL ein und ihr findet sie auch in den Shownotes, einen Link oder eine Möglichkeit zur Suche in der Academic Search online gestellt. Also die Academic Search, die beinhaltet sehr viele lässige Sachen, wie zum Beispiel hauptsächlich wissenschaftliche Texte. Genau. Was bedeutet das für euch? Ihr also sucht nach irgendwas, was nicht jetzt global interessant ist, sondern einfach spezifisch in dem wissenschaftlichen Bereich. Genau. Und
Ihr könnt dann mal einfach die Texte durchsuchen und der tolle Microsoft Search findet dann hoffentlich viele gute Antworten. Genau, also das sind hauptsächlich Themen aus den Bereichen Physik, Informatik, Mathematik vorhanden. Also alles, was irgendwie mit Strom zu tun hat, sagen wir es mal so. Ja. Und also probiert es mal aus. Kann durchaus für die eine oder andere Arbeit oder für das eine oder andere Referat ganz interessant sein. Und wirklich ein Pluspunkt für Microsoft, dass sie diese Möglichkeit bieten, das so zu nutzen und über Windows Live zu nutzen. So, wo wir gerade beim Thema Studenten sind. Ein Student hat es mal wieder geschafft, hat uns all bewiesen, dass auch Informatiker zu was bringen können. Ja, wow. Und zwar der Riesen-Megakonzern Google hat einem Studenten seinen Algorithmus abgekauft. Genau. Was macht dieser Algorithmus zum einen? Ja, er hat einen Suchalgorithmus geschrieben, dieser liebe Student. Und wohl einen sehr guten, sonst hätte Google den nicht gekauft. Und es wollte nicht nur Google ihn haben. Ja, richtig. Microsoft hat sich drum geschlagen. Genau, Yahoo, soweit ich weiß, auch. Ja. Aber unser Freund Google hat gesagt, ne Jungs, wir zahlen einfach mal vielleicht ein bisschen mehr oder wir geben dem ein schönes Büro, so einen runden Stuhl, wo man drauf hüpfen kann, wo man keine Kreuzprobleme kriegt, wenn man vorm PC sitzt. Ich meine, das sind alles Argumente, wo man sagt als Student, Mensch, ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe also auch wieder eine Perspektive. Ich weiß wieder, wofür ich studiere. Also keiner weiß genau, wie viel Google gezahlt hat, aber ich denke, der gute Mann wird sich ein- oder zweimal Mittagessen gehen schon leisten können in der Mensa. Und also wie gesagt, an alle Studenten, die irgendwas mit Algorithmen zu tun haben. Happy nicht so viel Algorithmen am Abend, sondern ein bisschen mehr Algorithmen. Und irgendwann kommt dann auch der Geldregen vielleicht. Die folgende News ist besonders für unsere Linux-User interessant. Und zwar wurde KOffice in der Version 1.5 fertiggestellt. Aus. Genau, KOffice, auch ein freies Office, so wie OpenOffice. Genau, und wo wir gerade mit dem OpenOffice sind, KOffice 1.5 kann jetzt endlich vollständig die, die Open Document Files, die auch OpenOffice benutzt, lesen und schreiben. Und zwar ohne irgendwelche weiteren Probleme. Und es kam ein Programmteil hinzu, und zwar KXE. Genau, die Datenbanksoftware, sowas wie Access oder von Microsoft oder Base. Heißt Base? Ja, Base von OpenOffice. Genau, also für alle, denen jetzt OpenOffice nichts dazu sagt oder die sagen, oh ne, KOffice klingt cooler. Die können sich KOffice besorgen und dann geht's total ab. So, Microsoft wird nicht aus unseren Ohren verschwinden. Vorerst nicht. Denn Microsoft hat es wieder mal geschafft, wir haben einen Patch Day gehabt. Wow. Und damit haben wir wieder viele Fehler in unserem jetzigen Betriebssystem verschwinden lassen. Und neu dazu programmiert. Und wir werden bestimmt was, wie immer, wird nicht der letzte gewesen sein. Und wir freuen uns auf den nächsten. Genau, wo wir gerade noch beim Thema Systemupdates sind. Auch Apple hat ein Systemupdate nachgeschoben. macOS 10.4.6. Es werden auch wieder ein paar neue Sachen hinzugefügt. Die Power-PCs starten nach dem Update 2.0, warum auch immer, macht auch nichts weiter. Ja, der eine oder andere sollte vielleicht vorher seine Daten sichern. Ich habe auch ein paar Mal gehört und ich hatte es selber, dass dabei was schief laufen kann. Normalerweise geht nichts flöten, aber so ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und spart sich sehr viel Zeit, wenn irgendwas passiert. Genau dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen System-Updates, auch von Microsoft oder so, weil passieren kann immer was. Liebe Mac-Geeks und liebe bald Apple-Freunde, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Apple eine Software veröffentlicht, und zwar Bootcamp. Ja, mit Bootcamp handelt es sich nicht um ein neues amerikanisches Programm zur Einnahme eines anderen Landes. Nein, das ist absolut richtig, sondern es handelt sich, wie gesagt, um ein, ja, eigentlich kleines Programmchen. Dieses Programm hat mir einen Tag versaut, weil ich fast angefangen zu weinen hätte. Ja, ich war am Boden zerstört. Ich habe inzwischen die Einsicht erlangt und verstehe es nun und habe vor allem Videos gesehen, wozu ich gleich noch bitte was mehr sagen würde. Auf jeden Fall, Bootcamp. Was macht Bootcamp? Ja, Bootcamp hat eine tolle Funktion, und zwar
Ich habe mal gehört, man schafft es nicht, Windows auf einem Macintosh zu installieren. Zumindest nicht ohne irgendwelche Risiken auf. Dann gab es ein Ausschreiben, $13.000 und tada, es hat einer geschafft. Nach 6 Monaten Wartezeit hat es endlich jemand geschafft. Genau, 3 Wochen später. 3 Wochen später sagt, hey, wieso seid ihr so blöd und zahlt $13.000? Ihr könnt es einfach mal umsonst runterladen. Richtig. Hat Mac gesagt, wir machen einen super Software, wir bringen eine Software raus, wo ihr Mac als Hauptsystem laufen lassen könnt und als Sekundärsystem installiert ihr einfach Windows. Genau. Und es läuft. Und das geht allerdings nur auf den neuen Intel-basierten Macs. Allerdings, man muss einfach sagen, die Kisten haben verdammt viel Power unter der Haube. Hallo. Ich habe ein Video gesehen von einem Mac OS, also einem Programmierer, der für Mac OS Anwendungen schreibt. Der hat auf seinen iMac, auf seinen neuen Intel iMac, Half-Life 2 gespielt. Und das läuft ohne Ruckeln, das läuft in voller Auflösung, sieht hammermäßig aus. Und nicht nur der Rechner sieht hammermäßig geil aus, sondern man kann jetzt auch wirklich jedes aktuelle Spiel damit zocken. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, vielleicht doch nicht so schlecht. Und also wie gesagt, meine persönliche News des Monats. Jetzt muss noch ein Intel-Rechner her. Wer spenden möchte, kann gerne bei mir meine Kontonummer erfragen. Er gibt seine Sicherheit dafür auch gerne Preis. Und wir nehmen auch 2 oder 3 von den Kisten. So schaut's aus. Wäre kein Problem. Also wie gesagt, falls jemand von euch einen Intel-Mac zu Hause hat, jetzt natürlich mal Bootcamp, probiert es aus. Ihr könnt uns auch gerne dazu Kommentare schicken, Audiokommentare, Videokommentare, wenn ihr das wollt. Auch zu sonstigen Themen. Wie gesagt, Bootcamp, coole Sache. Im Dreierreigen unserer Betriebssysteme fehlt jetzt nur noch eins. Und zwar ist das Linux. Und wie ihr wisst, unser Haus-Linux ist Ubuntu. Und im Ubuntu ist der Standard-E-Mail-Client Evolution. Und wir möchten natürlich auch in Evolution unsere E-Mails verschlüsseln und signieren können. Wir können mal raten, mit welchem Programm wir das machen. Genau, wir tun es wieder mit GNU-PG, so wie die ganze Serie und Sendung hindurch oder die ganze Episode hindurch. Ja, da werden wir gleich wieder einsteigen. Wir verschlüsseln E-Mails mit GNU-PG unter Evolution, unter Ubuntu. Schaut sich an, verschlüsselt schön. Ja, vor allem jetzt. Kann niemand sagen hier, oh, die sind total uncool, die haben nicht gezeigt, wie man es auf Linux macht. Und Richtig. Wir können gar nicht so einen Podcast-Anstecker bekommen. Falsch! Richtig. Ihr habt entweder zu früh ausgeschaltet oder, wie alle Linux-User, ihr kennt es eh schon. Richtig! Davon gehen wir eh meistens aus. Also wir zeigen es euch trotzdem und alle die neu bei Linux sind, können jetzt auch unter Linux sicher sein, noch sicherer sein und los geht's. Neben macOS und Windows wollen wir euch natürlich auch die Benutzung von GPG unter Linux, in unserem Fall Ubuntu Linux, zeigen. GPG ist bei Ubuntu Linux bereits in der Standardinstallation enthalten. Deswegen können wir direkt ins Terminal wechseln und unseren Public Key und persönlichen Key direkt generieren. Dazu geben wir, genauso wie bei macOS, den Befehl GPG --gen-key ein. Könnten jetzt Enter drücken und genau derselbe Wizard, den wir auch schon von macOS kennen, würde jetzt hier durchlaufen. Da das allerdings genau identisch ist, sparen wir uns die ganze Geschichte, schließen das und ich habe den Key schon vorbereitet. Man könnte jetzt alle Einstellungen direkt übers Terminal vornehmen. Wirklich angenehm oder wirklich praktisch ist das allerdings nicht. Aus diesem Grund besorgen wir uns ein Programm, das eine GUI für die ganzen Funktionen zur Verfügung stellt. Wir starten also Programme hinzufügen und suchen uns das kleine, aber feine Programm Seahorse, sowie das Seepferdchen. Nach kurzer Zeit findet Synaptic auch schon Seahorse. Wir machen hier ein Häkchen rein, gehen rechts unten auf Anwenden, das Programm wird runtergeladen und installiert und fertig. Sollte euer Synaptic Seahorse nicht finden, liegt das daran, dass ihr das Universe Repository nicht eingebunden habt. Wenn dem so ist, schaut kurz auf unsere Seite, wir zeigen euch einen Link zu Ubuntu Users dort, wo ihr, wie ihr das Universe Repository ganz einfach einbinden könnt. So, wir schließen Synaptic und unter Anwendungen sonstige Encryption Key Manager finden wir auch Seahorse. Hier sehen wir schon unseren vorher generierten Schlüssel. Man sieht es daran, dass hier ein kleines Männchen ist. Angenommen, wir wollen anderen Leuten E-Mails schreiben,
müssen wir zwei Dinge tun. Zum einen unseren Key auf den Key-Server hochladen, da die anderen Empfänger sonst nicht in unseren öffentlichen Schlüssel rankommen. Zum anderen müssen wir uns die Schlüssel der Empfänger suchen. Das erste, das Veröffentlichen, machen wir, indem wir den Schlüssel anklicken, auf Remote klicken, Sync and Publish Keys, hier bei diesem Fenster auf Key Servers und hier einen bei Publish Keys to einen Key Server auswählen. Der pgp.mit.edu ist eine gute Wahl, denn der Server ist schnell, fast immer erreichbar und vom MIT, also vom Massachusetts Institute of Technology, unterhalten wird und die Wahrscheinlichkeit, dass es diesen Server in absehbarer Zeit nicht mehr gibt, ist eigentlich gleich null. Also wir wählen hier diesen Server aus, schließen das Ganze und klicken jetzt auf Sync. Der Schlüssel wird an den Key-Server gesendet. Das geht innerhalb von wenigen Sekunden. Und jetzt können euch theoretisch andere Personen E-Mails schreiben. Verschlüsselte E-Mails. Wenn wir jetzt jemand anderen eine E-Mail schreiben wollen, ist es nicht so wie bei macOS oder so wie bei Evolution, nein, so wie bei Enigmail, dass das Programm automatisch die Schlüssel sucht, sondern wir müssen den Schlüssel des Empfängers vorher eingebunden haben. Dazu gehen wir hier auf Find Remote Keys. In dem Fall geben wir hier kurz Digital Upgrade zum Beispiel ein, gehen auf Search und empfehlen uns gleich einige Keys. Ich wähle zum Beispiel hier meine private Digital Upgrade Adresse aus, gehe auf Import, schließe das Fenster wieder und schon sehen wir, tada, hier ist mein öffentlicher Schlüssel drin. Was wir jetzt noch machen müssen, ist uns die Key-ID zu merken, da wir die nachher in Evolution nochmal benötigen. Das ist eine ID, mit der wir unseren Schlüssel eindeutig identifizieren können. Fürs Erste ist hier alles gemacht, was wir machen müssen. Also schließen wir das Utility und starten Evolution. Nun müssen wir Evolution nur noch sagen, dass es ab sofort Nachrichten verschlüsseln kann. Dazu gehen wir auf Bearbeiten, Einstellungen, wählen dort die Einstellungen unseres Kontos aus, Doppelklick. Und ganz rechts haben wir den Reiter Sicherheit. Dort geben wir unseren Schlüssel ein, das habe ich schon mal vorbereitet. Und die letzten beiden Kästchen sind wichtig. Beim Verschicken verschlüsselter E-Mails immer vor mir selbst verschlüsseln. Und Schlüssel am Schlüsselbund, beim Verschlüsseln immer Vertrauen. Das ist schon fast ein Zungenbrecher. Wir sagen OK. Bei einer größeren Auflösung könnten wir hier auch nochmal OK sagen. Aber man kann natürlich auch einfach das kurzieren. Jetzt kann es eigentlich losgehen. Wir sagen neu, E-Mail-Nachricht und wir wählen den Empfänger aus. Wenn wir noch ein Add-Zeichen machen und die Domain richtig schreiben, kommt die E-Mail auch an. Wir wählen uns einen tollen Betreff aus. Und unsere allzu geheime Nachricht. Unter dem Punkt Sicherheit finden wir mit PGP signieren und wir finden mit PGP verschlüsseln. Das ist eigentlich schon alles, was wir machen müssen. Wir gehen auf Abschicken. Jetzt fragt mich das Programm nach meiner Passphrase. Also dem Passwort, dem extra langen Passwort, das wir im Generieren des Schlüssels ausgewählt haben. Das geben wir ein. Wir geben es auch hier zur Abwechslung mal richtig ein. Der Unterschied zu Enigmail und macOS ist, dass Evolution das Passwort nur für die aktuelle Sitzung speichert. Das heißt, wenn ich jetzt Evolution beende und wieder neu starte, muss ich beim ersten Mal wieder die Passphrase eingeben. Das macht das Ganze im Gegensatz zum anderen zwar sicherer, jedoch ist es nicht ganz so easy zu benutzen. Nachdem wir aber eher auf Sicherheit aus sind, ist das schon okay und wenn die Passphrase maximal ungefähr 20 Zeichen lang ist, kann man die auch mal eingeben. Wir sagen okay. Der ganze Spaß wird verschlüsselt. Nachdem es einmal verschlüsselt und einmal signiert wird, müssen wir das Ganze zweimal machen. Hier machen wir wieder das Häkchen rein, sagen okay und haben uns wieder vertippt, natürlich.
Caps Lock sei Dank. Nochmal OK. Und jetzt sollte das Ganze losgehen. Mir wird gesendet. Und da ich eine Weiterleitung eingerichtet habe, hole ich hier die E-Mails ab. Und wir bekommen gleich die Nachricht. Sagen wieder OK. Und wir sehen schon, es ist eine gültige Signatur vorhanden, die Nachricht war verschlüsselt und wir sehen den komplett entschlüsselten Text hier, die hochgeheime CIA-Nachricht, die wir schon immer wissen wollten, im Klartext. Wenn wir den Schlüssel jetzt nicht hatten, würden wir hier nur einen Riesenhaufen kryptischer Zeichen sehen und könnten damit gar nichts anfangen. Das heißt, wenn jemand die E-Mail abfängt, naja, dann hat er sie halt, kann sie sich vielleicht ausdrucken und an die Wand hängen, aber das war's auch schon. Also nochmal, wie gesagt, schickt uns eine E-Mail an info@digitalupgrade.de mit dem Betreff Anstecker, eurem Namen und eurer Adresse und die ersten 40 Einsender, die uns eine verschlüsselte und signierte Mail geschickt haben, bekommen einen Podcast-Logo-Anstecker Freihaus zugeschickt. So, das war's von Evolution und Ubuntu Linux für diese Woche. Aber es war nicht nur von Linux, von Macintosh, von Windows, sondern auch von uns für diese Woche. Richtig. Wir sind nämlich jetzt am Ende unserer Sendung, aber ich will nicht jetzt gleich Schluss machen, ich will nur erzählen. Ihr habt gelernt, wie ihr E-Mail verschlüsselt auf allen Systemen. Sieht's aus. Auch gleich zum nächsten bringt. Denkt daran, unser Fast-Gewinnspiel oder unsere Aufforderung an euch, schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Anstecker an info@digitalupgrade.de genau. Mit eurer Adresse und eurem Namen. Wichtig, das Ganze muss verschlüsselt sein. Mit OpenPG, PGP oder NewPG. Richtig. Genau. Und holt euch so einen geilen Anstecker. Genau, die ersten 40 Einsender bekommen so ein Ding. Sagt es, ihr könnt es weiter sagen. Ja, empfehlt und so weiter, wenn es euch Spaß gemacht hat. Wie gesagt, ihr kennt unsere Adresse www.digitalupgrade.de. Und E-Mails, die von uns kommen, sind keine Phishing-E-Mails. Genau, und sie sind signiert. Goodbye und bis habt Spaß. Bis dann, ciao. Ihr habt uns eh nicht verstanden. Und das ist gut so. Denn wir sind eine Anti... Vor allem, ich koche. Ich koche auf meiner Seite schon die ganze Zeit vor mich hin und kann mich lang drauf verkneifen. So. So, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Das hätte ich als Vegetarier sagen müssen. Tada! Ah, du die Wurst hat zwei, ist auch gigantisch.